So wie gesagt, hier, ich habe einmal gesucht, für die, die es noch nicht kennen, nach WGs. Also wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man jetzt heute eine WG sucht? Da habe ich gesucht auf WG gesucht und zwar in Hamburg. Ist ja auch eine sehr weltoffene Stadt. Und man liest das quasi hier oben, ist immer so ein WG-Gesuch. Und man sieht schon, also eine Person wohnt in der WG und eine zweite Person wird gesucht. Manchmal wohnen auch mehr Leute in der WG. Ich weiß gar nicht, hier Wohnungsfotos sind eigentlich meistens irrelevant. Interessant sind die Texte. Hier sehen wir einmal Zimmergröße 15 Quadratmeter. Die Gesamtmiete sind 300 Euro, also ist eine relativ günstige Wohnung, würde ich sagen. Genau, die gesamte Wohnung ist 47 Quadratmeter groß. Also auch nicht wirklich groß. Genau, es ist eine Zweier-WG, also jetzt gerade wohnt da ein Mann. Und sie beschreiben sich als Studenten-WG, LGBTQIA+. Und es ist eine WG-Neugründung. Und Geschlecht wird gesucht zwischen 18 und 28 Jahre. Das sagen wir mal in die Beschreibung. Suche nach geeigneter und sozialfähiger Mitbewohnerin für WG-Gründung und um sich die Miete zu teilen. Ich möchte das kleine Zimmer abgeben und das große für mich behalten. Es soll aber keine Zweck-WG sein. Ich fände es toll, jemanden zu finden, der Lust an Gemeinschaft hat. Natürlich ist MeTime immer Prio 1. Stellt euch gerne mit kurzer Nachricht plus Bild vor. Jetzt kommt der gute Teil. Über mich, ich bin halb Deutsch, halb Israeli. Ilde, keine Ahnung, was das heißt. Hier. Soll die Fahne dann sein? Ja, ist hier nicht abgebildet. Oder heißt es Emoji. Israel Deutschland oder so? Ich weiß nicht. Und Israel, Deutschland, ja, genau. ich bin für mein Masterstudium nach Hamburg gekommen. Meine Muttersprache ist Deutsch, aber ich spreche auch Arabisch, Hebräisch und Englisch fließend. Ich bin homosexuell, politisch interessiert und sportaffin. Ich liebe Kochabende mit Freunden und Clubben gehen, vor allem Techno- und Kinky-Partys. Haha. Ich weiß nicht. Also damit hat er mich gekriegt. Was ist denn damit gemeint? Will ich das wissen? Oder ist das ein Spaß? Ich kann ihn nicht einschätzen. Glaubst du, das ist ernst gemeint? Ja, doch. Darf man das in Israel? Ist er deswegen hier? Und dann so eine tanzende Frau. Ich weiß nicht. Ich habe zwar keine Haustiere, aber die Flügel sind hier echt regelmäßig zu Besuch. Ansonsten sind Haustiere grundsätzlich erlaubt. Was meint er mit Flügel? Ist das ein Insider? Kenne ich nicht. Weißt du auch nicht, was das sein soll, oder? Okay, weil das hat mich alles sehr ein bisschen. Also ich hoffe, es ist zurückzuführen auf die Sprache, also ne, Muttersprache und so. Ja. Möglich, ja. Okay, also das war nur mal so die erste WG zum Einstieg. Ich Also, meine, was mich jetzt Großstädte, hier ja? übelst nervt, ist die Rechtschreibung. Aber Du gut, er ist hast halt es nicht gerade auch gesagt. Muttersprachler, Wahrscheinlich kein deswegen, Deutsch. Ja, das okay. darf man ihm nicht böse Dann reg ich mich ausnehmen, gerade auf. glaube ich. Nee, 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 dann nicht. nee. Aber würdest du dich jetzt da bewerben? Aufreizen, Hättest du umlaufen. da Lust? Oder guck mal, er ist ja auch ein Mann, vielleicht verkleidet er sich als Frau oder so. Weiß ich nicht. Also auf jeden Ich Fall weiß nicht, Red ob ich Flag. mir weiter Gedanken machen will. Ja. Nee, okay. Ich zeig dir mal die zweite Wohnung. Neue Mitbewohnerin gesucht für zweier berufstätigen WG. Hier haben wir auch Bilder. Könnt ihr mal gucken. Sieht gemütlich aus. Schönes Zimmer. Hohe Decke. Ja, ist okay, würde ich sagen, oder? Schauen wir Ja. mal. Genau. 12 Quadratmeter Zimmer, 600 What? Euro Miete. Also ist schon teurer. Genau, wir haben Wohnungsgröße 52 Quadratmeter insgesamt. Da wohnt eine Frau momentan und die ist eben 33 Jahre alt. Raucher nicht erwünscht. Frauen-WG, Berufstätigen-WG, LGBTQ, Internationals welcome. Gesucht wird eine Frau zwischen 30 und 35. Genau, dann schauen wir mal. Hallo, meine Mitbewohnerin zieht Ende November aus und ich bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Mitbewohnerin. Dein Zimmer ist 12 Quadratmeter groß und unmöbliert. Das Fenster ist neu und gut isoliert. Die Wohnung ist im Hochparterre und liegt direkt an einer Straße, von der du bei geschlossenem Fenster nicht viel mitbekommst. Also ich finde schon gut, dass sie da transparent ist. Es ist laut, aber man kann das Fenster zumachen. Okay. Im Hausflur sind 4 bis 5 Stufen. Die Wohnung selbst ist ebenerdig. Badezimmer, Küche und Flur sind eher schmal. Geschnitten, siehe Bilder. Bla bla bla. Ich bin die Hauptmieterin. Okay, schauen wir mal ins WG-Leben. Mein Name ist Wien. Sie ihr? 33. Also ich. Moment, Moment. Ja. Hundertprozentig nicht sie ihr, oder? Wer nennt sich denn Wien?
Ja, ich weiß auch. Ah, gut, vielleicht kann sie ja nichts dafür, weil ihre Eltern sie wirklich so genannt haben, aber Das sieht Indonesien, aus, als ne? wäre. Ah, okay. Ja, okay. Aber dieses See ihr, das triggert mich schon. Das wäre Vanilleland. schon ein Red Flag für mich. Ja. Genau, okay. Ich habe Meeresbiologie studiert und arbeite bei einer Bundesbehörde. Klingt ja vernünftig. Meistens bin ich 2 bis 3 Mal pro Woche im Homeoffice und ansonsten im Büro. In meiner Freizeit lerne ich Spanisch, Schlagzeug, nicht zu Hause, organisiere QTIBIPOC Events und bin Teil einer queeren Bibliothek. Können wir das bitte mal kurz googeln? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh Gott, steht irgendwo, was das ist? Mach mal Urban Dictionary noch dazu, dann kommt's vielleicht raus. Ah ja, Queer and Trans Black Indigenous People of Color. Okay, also auf jeden Fall sehr wichtige Arbeit. Ich weiß noch nicht, was die queere Bibliothek ist. Okay, daher bin ich oft erst abends zu Hause. Generell diskutiere ich gern über Sprachen, Kultur, Politik und was gerade in der Welt passiert. Aber ich bin auch immer für ruhige Netflix- oder Kochabende zu haben. Ich koche auch Fleisch, damit solltest du kein Problem haben. Okay, gefällt mir. Ab und zu Ist findest schon mal du. based. Ja, oder? Fleisch ist based. Ja. Ab und zu findest du mich auf Demos wie dem Dyke March, CSD, FFF-Demos oder dem Feministischer Kampftag. Ah, ich muss aber kurz auslachen innerlich. Dyke March ist die Demo für lesbische Sichtbarkeit. Ja, okay, danke. Wusste ich nämlich auch nicht, was es nicht so alles gibt. Wenn du denkst, dass wir keinen intersektionalen Feminismus brauchen, passen wir wahrscheinlich nicht zusammen. Rassismus, Homo, Transphobie und Diskriminierung haben hier absolut keinen Platz. Mit einer Impfgegnerin kann ich auch nicht wohnen. Also ich glaube, Lecky, wir haben irgendwie, also wir würden, glaube ich, nicht angenommen werden. Echt schade. Und da müsste ich mich ganz schön verstellen, um mit so einer Person Ja. aufkommen zu können. Der Rest ist tatsächlich auch nicht mehr interessant, aber ich fand die 2 Absätze einfach so krass. Also, wie sehr willst du einer Person deine politische Meinung auf die Nase binden? Aber ist gut, dann weißt du, dann können die Leute, die, also solche Leute wie wir, können sich dann einfach direkt die Anzeige zumachen und zur nächsten gehen. Ja, stimmt. Also, das finde ich schon okay. Wahrscheinlich wird sie nicht mal groß Probleme haben, jemanden zu finden. Nächste Wohnung. Mitbewohni. Da muss ich schon lachen. Aber das mit Was ist denn das? nie. Ist das nicht so Das war schon ein mit. Boomer-Sprech? Ich tue jetzt auf jung. Mitbewohni. Nee. Wo kommt denn das her? Eine neue Art von Gendern, oder? Ich habe das auch schon mit Y Echt? Ach gesehen. so. Ich dachte, es war einfach eine Ausdrucksweise Menschies. für zurückgebliebene Menschen. Ja, das auch. Mitbewohnens. Für WG auf St. Pauli gesucht. Okay. Natürlich das Mal Fahrrad. ganz kurz, warst du mal? Warst du mal in Hamburg? Ja. Warst du auch in St. Pauli? Nee, war nur Auf auf der der Reeperbahn? Reeperbahn. Ja. Also Hamburg an sich hat mir überhaupt nicht. Also es kam mir überhaupt nicht so vor, als wärst du links versifft. Auf der Reeperbahn irgendwie schon. Aber alles andere in der Stadt ist ja wunderschön und da hat es eigentlich auch bloß normale Menschen. Ich weiß gar nicht, wo die komischen Leute in Hamburg wohnen. Ich weiß, wir waren halt nur auf der Reeperbahn und irgendwo dann noch am Wasser, haben so eine Bootstour gemacht. Aber klar, da laufen halt die ganzen Drag Queens rum und so. Aber ich glaube, St. Pauli ist dann schon ganz schlimm. Also sieht man auf jeden Fall die Bilder. Also die Wohnung ist, ne, sieht aus wie halt so eine WG. Ist okay, oder? Ist jetzt kein No-Go. Ist eigentlich auch ganz schön, oder? Sieht nicht nach Hochhäusern aus. Eher so zweiter, dritter Stock. Wäre dann Schauen denn wir mal. allen, dass die keinen Balkon haben? Ja, gell, bei uns ist es irgendwie Standard. Es gibt, ich kenne gar keine Wohnung ohne Balkon. Ja. Genau, wir haben 12 Quadratmeter, 539 Euro. Gut, ich kenne mich auch nicht aus mit den Stadtteilen. Was ist da teuer, was ist günstig und so. Das ist halt in St. Pauli. Genau, 12 Zimmer in Dreier-WG. Also ein Mann und eine Frau wohnen da gerade. Bewohneralter 19 bis 24 Jahre, rauchen überall erlaubt. Das ist halt auch echt schon, gell? Das hängt dann überall drin, dieser Rauch, wenn du in der Wohnung rauchst. Studenten-WG, Berufstätigen-WG, gemischte WG, LGBTQ.
Geschlecht egal, zwischen 20 und 28. Okay. Moin, ihr Lieben. Wir suchen eine neue Mitbewohnerin für unsere WG in der Erichstraße. Das Zimmer hat 12 Quadratmeter und ist ganz gut in etwa rechteckig geschnitten. Es hat zwei Fenster, die an der Straße liegen, welche aber nicht stark befahren ist. Die WG hat ein kleines Bad und eine Küche. Die Wohnung hat zwar ihre kleinen Macken, aber dafür besticht die La gute Lage umso mehr. Ja, schön. Siehst auch, ist nicht weit von der Reeperbahn. WG-Leben. Mit dir würden Clara und Zange wohnen. Ach du Das ist Scheiße. bestimmt kein echter Name, oder? Das klingt wie so eine Zecke, oder? Ein Kiezname. Ja, so eine Zecke, würde ich sagen. Clara, 19, hat Ich ja. gerade ihr Bufdi bei der Hamburger Tafel abgeschlossen. Das klingt süß irgendwie. Und studiert jetzt Soziologie und Philosophie. Sie ist meist viel unterwegs und wenn nicht, dann lädt sie gerne Freunde zum Kochen ein. Zange, 24, hat auch bei der Hamburger Tafel gearbeitet und startet gerade ein Kultur der Metropolenstudium. Was? An der HCU. Ein Kultur der Metropolenstudium. Was ist das denn? Okay, Zange kocht Google leidenschaftlich. Ja, google es mal. Zange kocht leidenschaftlich und verdammt gut, ist immer für ein oder vier Bier zu haben und ist ein sehr kommunikativer und herzlicher Mensch. Es gilt alles, kann, nichts muss, von gemeinsamem Kochen über Freunde einladen oder einfach nur ein paar Bierchen zusammen zischen, ist alles gern gesehen. Selbstverständlich kann man auch jederzeit sein eigenes Ding durchziehen oder sich in seinem Zimmer zurückziehen. Hast du was gefunden zu dem Studium? Ja, das, hier ist die richtige Bezeichnung. Nicht, Ja, steht hier warte. Kultur der Steht Metropolenstudie. Kultur, steht Kultur, Digitalisierung, Metropole, irgendwie in kulturwissenschaftliche Stadtforschung. Stadtforschung. Das kann schon cool sein. Wobei ich mich da immer frage, was wollen die noch groß erforschen? Arbeitet auch jemand was Normales? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann kommen wir zu Das ist ja die Frage, da Sonstiges. arbeitet jemand. Ja, wirklich. Aber auch da sieht man jetzt wieder die Rechtschreibung. Ja. Würde mich abschrecken als Was hat dich abgeschreckt? Interessent. Aber studiert ihr was denn? Oder wie er sein Studium beschrieben hat. Gerade ein Kultur der Metropolen-Studium. Ist ja nicht die richtige Schreibweise. Sowas nervt mich dann immer, wenn ich sowas lese. Aber ich, also es geht eigentlich noch, oder? Groß- und Kleinschreibung passt alles, die Kommas auch Ich einigermaßen. glaube. Habe ich schon schlimmer gesehen. Aber bei Zimmer war das ganz vorne. Ja. Nee, jetzt habe ich es gesehen, zum Kochen einladen. Kochen schreibt man groß. Okay, sorry. Triggert. Ja, aber der beste Teil kommt jetzt. Übel. Das Zimmer ist unmöbliert und wird für den November noch untervermietet, da mein Mietvertrag noch bis zum 30.11. läuft. Ab Dezember kann dann und bla 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 bla. Sollte klar sein, aber bei uns ist kein Platz für AfDler, Sexismus, Rassismus, Homophobie oder sonstigen Bullshit. Wir freuen uns über deine Nachricht. Liebe Grüße. Clara, Zange und Silas, wer auch immer Silas ist. Wahrscheinlich der, der gerade noch drin wohnt, oder? Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt herkommt. Hat Clara was mit Zange und Silas? Was meinst du? Also ich glaube schon, dass. Also ich weiß nicht, wer Silas ist. Aber ich denke schon, dass die Clara und der Zange was haben. Klingt schon so, ja. Auch wenn es nur so ein Vertraut. Freundschaft plus ist oder so. Ich weiß nicht, was bei denen normal ist, dann. Irgendwas wird da schon laufen. Situationship. Ja, Haben wir doch Situationship. gelernt. Silas ist die Königskakerlake. Genau, wir sind sehr weltoffen, aber wir haben keinen Platz für AfDler. Okay. Eine habe ich noch. WG, ein Zimmer frei in Eimsbüttel. Siehst du hier schon so ein paar so, was sind das? Esoterik-Deckchen an der Wand. Ein Baum vorm Das ist Fenster. schön. Okay. Ja, okay. Guck mal, die Heizung, oh mein Gott. Also, weißt du, was mich Okay. triggert? Hochstühle. Ich komme darauf nicht klar. Stell dir vor, du hast nur einen Hochstuhl als Esstisch. Würde durchdrehen. Echt? So schlimm? Ja, wirklich geht gar nicht. Aber eine, nee, das ist keine Badewanne, das ist eine Dusche. Okay, ja. 16 Quadratmeter, Ui. 660 Euro. Wow. Okay, wir sind da, muss ich überlegen. 4 mal 4 Meter hat das Zimmer. Was haben wir hier? Wir haben 16 Quadratmeter Zimmer, ein Dreier-WG, ein Mann und ein Divers wohnen da.
Genau, mal natürlich wieder LGBTQ und Internationals Welcome. Geschlecht egal. So, Zimmer. Ja, hier ist ein Altbau. Obwohl unsere WG renoviert wurde, hat es immer noch eine schöne alte Atmosphäre. Die wurde renoviert? Warte mal. Das Warte mal, ist warte mal. Oh. renoviert. Wahrscheinlich die Fenster irgendwie gemacht, die sehen ja nicht ganz so abgefuckt aus. Wo kommt man schon allein die Tür so? Also das hier Du sagst das ist ja. in Hamburg renoviert. Okay. Heizung, die schief hängt, ey. Also sonst ist es ja Und ganz das ist hübsch. halt auch Die so eine. Fliesen sind halt auch alt und alles, aber ist okay, ja. Es ist so eine Küchenzeile, ne? Da fehlt ja auch. Das ist nur die Hälfte. Ja, auf der Seite hier ist, glaube ich, also vorne ist auch noch was, von wo das Foto Ja, gemacht okay. wurde. Ach, was mache ich denn? Ja, nee, da kommt nichts mehr. Guck mal, das ist renoviert. Okay. Ja gut, ich habe schon Schlimmeres gesehen, muss ich schon sagen. Ja, das geht. Ja, okay, renoviert. Wurde renoviert, aber wir haben weiterhin eine schöne alte Atmosphäre, einschließlich der Böden und Türen. Besonders an der Decke meines Zimmers ist noch ein wunderschönes Muster. Nur noch dieses Zimmer. Oh Gott, das klingt richtig komisch. Durch das große Zimmer, das Hä? große Fenster in Warte, meinem Zimmer. warte, warte. Hat er sich gerade selber gehypt? Ja. Das Muster in einer Anzeige? Oh mein Gott. Und vor allem, also so ein So Verhalten würde ich auch eher fremdschämen. einer Frau zuschreiben, aber da hieß es ja, es wohnt ein Mann und ein Divers. So irgendwie, ja. Okay. Durch das große Fenster in meinem Zimmer kannst du einen großen Baum beobachten. Warte mal. Wohne ich bei dem im Zimmer dann, oder was? Wenn Verstehst du du einen Baum das? sehen willst, musst du halt zu ihm gehen, ne? Ah, zu ihm ins Zimmer, okay. Also, da kann ich einen Baum beobachten. Da direkt vor dem Haus eine Straße verläuft, kann der Autolärm störend sein. Fenster zu, dann natürlich ruhig. Okay. Wenn die Sonne untergeht, scheint das Sonnenlicht wunderschön. Welcher Mann schreibt denn so? Aber auf jeden Fall, das sind die wichtigen Punkte, die will ich auf jeden Fall wissen. Wie ist das Sonnenlicht, wenn die Sonne untergeht? Und wo kann ich bitte einen großen Baum beobachten? Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Okay. Wenn du etwas brauchst, kann ich dir ein paar Möbel und eine Matratze, wie neu im Juli gekauft, verkaufen. Können wir darüber reden? Okay. Lesen wir mal weiter bei WG-Leben. Seit Juni wohne ich hier mit zwei Mitbewohnis. Eine Mitbewohnerin, jetzt ist ja doch wieder, weiß nicht, ist es wirklich gegendert oder ist es einfach nur eine behinderte Wortwahl? Also eine Mitbewohnerin ist schon weg wegen ihres Studiums und in ihrem Zimmer kommt Tim Hihim Mitte Oktober. Leider habe ich Tim noch nicht kennengelernt. Ist ja eine gute Voraussetzung. Warum steht es da drin? Ich weiß nicht, was das soll. Ich muss mich kurz auslachen, warte. Und mein süß, süß, süß Nico Dadem. Also ich kann die Anzeige nicht ernst nehmen, tut mir leid. Lucky, Nico hat echt, echt nice Musikgeschmack. Für Nico ist wichtig, sauber zu sein. Ist er selber Nico? Ich habe den Überblick verloren. Also wir haben, das brauchen wir eigentlich so eine Zeichnung. Wir haben hier oben, steht auch ein Mann und ein Divers. Wohnen da gerade drin. Das machen wir eigentlich so eine Sherlock-Musik im Hintergrund. Okay. Also er wohnt hier mit zwei Mitbewohnis. Das heißt, er ist entweder der Mann oder der Diverse. Eine Mitbewohnerin ist schon weg. Okay, das war die Frau, die dann ausgezogen ist. Und mein süß, Das süß bedeutet, er kennt Nico. eigentlich niemanden. Wer ist der? Ist es er selber vielleicht? Ja, so redet er. Nein, echt jetzt. Ich kann mir nur Redet er vorstellen, echt über sich selber? also entweder hat er einen Schlaganfall gehabt, als er das geschrieben hat. Oder Und er dann war auch auf noch zu sagen, er Drogen. hat einen nice Musikgeschmack. Ja, genau. Und für Nico ist. Ah, wie wenn ich sagen würde, für Bex ist es wichtig, sauber zu sein. Es klingt wie wenn, weiß ich nicht, nicht die Wohnung sauber sein muss, sondern die Person. Aber okay. Unser Putzplan ist nicht so streng, aber bleibt sauber und schön. Küche und Bad und Muss Flur schön putzen wir bleiben, ja. zusammen. Wichtig, dass du schön und sauber bleibst. Nur bin ich vegan, aber mit Nico haben wir zusammen Veganes gekocht. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Nico, vielleicht ist Doch Nico auch noch ein eine Name. andere Person. Ist Nico vielleicht der Name von der Mitbewohnerin? Könnte es eine Frauenname sein? In der dritten Person von sich zu reden, ist geisteskrank. Ja, ich glaube auch.
Ich wohne alleine mit meinen 5 Katzen und einem Weinkeller. Wo sind alle guten Männer hin? Hey, wo wohnst du? Ich komme zu dir. Mit Wein und Katzen. Ja, Katzen, Okay. Okay, also Nico hat Veganes gekocht. Okay. Aber nur er ist vegan. Okay, Nico liebt zusammen kochen und Tim ist nicht vegan, vegetarisch. Okay, also Tim ist Fleisch. Tim ist der Er, Nico ist der Diverse, der über sich in der dritten Person redet. Okay, Nico. Vermutlich. Ist der schizophren? Guck mal, steht, rauchst du? Ich? Ja, Nico, manchmal, Tim nicht. Aber er ist ja Nico, oder nicht? Ist er schizophren? Aber auch darüber könnt ihr euch reden. Ja. Glaubst du, der ist vielleicht einfach, also auch nicht Muttersprachler? Also, ich würde am liebsten eine Umfrage machen. Ist der A nicht Muttersprachler? B auf Drogen? C? Beides. Schlaganfall. Stehen da eigentlich immer bei Lage drin? Was steht Ah, da noch? das ist keine Ahnung. Bus, bla bla bla, welche Linien? Ist eigentlich nicht so interessant. Okay. Weiß auch Ja, da nicht. gibt es eine Jazznacht, okay. Ja, ist nicht so interessant. Genau. Wir haben Haben einen einen wunderschönen Balkon in Nikos Balkon. Zimmer und gerne teilen. Das ist bestimmt der mit dem Baum, oder? Der hat bestimmt den Baum im Zimmer. Sonstiges weiß gar nicht. Ach, guck mal, hier ist Mina. Hey, wo kommt der jetzt her? Auch Daydem. Jetzt bin ich aber wirklich verwirrt. Warte mal. Warte, warte, warte. Was? Okay. Ich werde bald für ein alternatives Leben umziehen. Ist es vielleicht die Mitbewohnerin, die auszieht? Die das eingestellt hat. Deswegen kannst du auch aus ihrem Zimmer den Baum sehen. Nein, das war doch Tims Zimmer. Echt? Okay, ich bin verwirrt. Okay. Also die Mina He wird Daydem. Oh Gott. Wie läuft das ab in so einer WG? Wie spricht man da überhaupt mit irgendjemandem? Ich werde bald für ein alternatives Leben umziehen. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer neuen, frischen Nachmieterin ab dem 1. Dezember oder auch früher. Wenn du mir schreiben würdest, send mir bitte dein Lieblingslied oder das zuletzt gehörte Lied. Dies wird ein Geschenk für unser musikliebendes Haus. Was? Musikliebevolles Haus sein. Es klingt eher so, als ob die Nachbarn nicht alle hassen. Oder? Überlegst du, ob diese WG zu dir passen würde? Dann schreib mir einfach, können wir uns mal reden? Fragen, willkommen. Sympathisch. Habe ich jetzt irgendwie das Bedürfnis, denen was zu schreiben? Ja, müsste man wirklich mal machen, oder? So ein Lieblingslied, Ja. Rammstein oder so. Was vom Pulli oder so. Ja, oh mein Gott, das ist ja wirklich witzig. Salat im Kopf oder sowas. Was steht denn da eigentlich normal drin? So, also wenn jetzt keine Scheiße drin stehen würde. Was Ah, da würde bei steht keine WG-Leben stehen? Ahnung. Hallo? Hier, ich mache hobbymäßig das und das, Yoga und Immer abends kochen wir einmal die Woche Abende. zusammen und wir freuen uns jetzt schon, dass wir Weihnachten Plätzchen backen können oder sowas steht dann drin. Zu welchem Anlass nehmen Leute das, ihren Scheiß da reinzuschreiben? Ich weiß auch nicht. Haben doch im Leben keine anderen Probleme, oder? Aber, also, wenn ich irgendwie eine Anzeige bei Kleinanzeigen aufmache oder irgendwas, ich lese mir am Ende nochmal den ganzen Text durch und da muss ja auch hier jemand gedacht haben, ja, das ist perfekt. Da werden sich viele Leute melden, das beschreibt unsere WG perfekt. Was bedeutet eigentlich ein alternatives Leben? Das klingt halt, das ist bestimmt die Hippie, ne? Das ist dann das mit diesem, wo ich gesagt habe, das ist Esoteriktuch, das an der Wand hängt. Ja, schön. Das ist für mich so Mein Gott. entweder Camperlife, ne, die hat einen Camper umgebaut und Ja. ziehen jetzt durch Europa. Oder in den Wald gehen. Ne, also so von wegen auf Konsum verzichten. Oder halt Australien, sowas. Ja, das war Hamburg.